Hallo liebe Freunde und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Heute möchte ich mal ein bisschen mit euch labern, nämlich über das ganze Jahr, wie das so verlaufen ist. Und dann möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken. Und das wird alles gar nicht so leicht, wie ich mir das vorstelle, weil ich bin einfach der Überlappen da drin, frei über solche Sachen zu reden. Ich weiß manchmal echt nicht, wie ich mich da am besten ausdrücke. Ich bin gut da drin, Scheiße zu labern, aber ich bin nicht so gut da drin, ernste Sachen irgendwie zu besprechen. Und das wird man wahrscheinlich auch merken, aber ich tue mein Bestes. Und das Zweite ist, ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch, wenn es um sowas geht. Also, wenn ich darüber nachdenke, was so das Jahr passiert ist und wer alles was für mich gemacht hat und sowas, da komme ich schon ein bisschen Pipi in die Augen und ich hoffe, dass ich mich da ein bisschen zusammenreißen kann. Das ist mir nämlich letztes Jahr auch passiert, als ich da so darüber geredet habe. Aber wir wollen es auf jeden Fall heute auch wieder durchziehen und ich dachte, ich fliege hier mal einfach so ein bisschen rum und erzähle mal ein bisschen was. Nämlich, erstmal muss ich sagen, dass das Jahr für mich echt großartig war eigentlich. Also, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es sind doofe Dinge passiert, ja, mit Sicherheit. Aber die positiven Sachen sind viel, viel mehr gewesen bei mir. Ich habe mich dafür entschieden, wieder zur Schule zu gehen. Ich mache jetzt eine Fachoberschule. Und das war für mich gar nicht so eine leichte Entscheidung, einfach mal wieder die Schulbank zu drücken. Aber auf jeden Fall war es eine richtige Entscheidung. Ich bin mega, mega glücklich damit. Ich habe mega viele coole Leute kennengelernt. Mir macht das mega Spaß, dahin zu gehen. Das ist auch was, was einfach heftig ist. So, ich hätte nie gedacht, dass mir das Spaß macht, mal zur Schule zu gehen. Aber mir macht es wirklich Spaß. Und ja, also ich schneide bis jetzt echt gut ab, aber auch weil ich richtig viel lerne. Und das ist halt auch so der Part, was ein bisschen schade ist. Deshalb kommt halt YouTube in letzter Zeit viel zu kurz. Was tut mir auch echt leid, weil es viele Leute gibt, die halt so regelmäßig vorbeigucken und halt auch irgendwie so viel machen für einen gefühlt. Und ich lasse sie halt so ein bisschen hängen, weil ich so wenig mache. Aber es passt halt zeitlich einfach nicht. Also früher war es halt eher so, dass ich mal. Also, ich habe regelmäßig hochgeladen, aber ich hatte halt so Tage dazwischen, wo ich nicht hochgeladen habe, weil ich einfach keine Lust hatte. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich keine Lust auf YouTube habe, dann mache ich kein YouTube. Ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht, so. Und ja, dieses Jahr war es halt eher so, dass ich nicht hochgeladen habe, weil ich keine Zeit hatte, aber schon Lust hatte. Und das ist halt echt schade. Und ich hoffe, dass sich das im neuen Jahr ein bisschen ändern wird, auch wenn richtig viel vor mir steht noch so. Ich habe halt meine Abschlussprüfung dieses Jahr und das wird alles nicht so super leicht. Aber ich tue auf jeden Fall mein Bestes, dass es ein bisschen besser wird. Und das hier ist zum Beispiel ein kleiner Anfang. Den Server hier habe ich gerade aufgesetzt. Deshalb ist es auch gerade 5 Uhr morgens. Es ist 5 Uhr morgens. Ich saß die ganze Nacht durchgehend an diesem Server. Und ja, jetzt ist der soweit und ich dachte, dann mache ich das auch gleich hier. Dann geht es weiter. Ich habe aus dem Jahr so ziemlich zwei Dinge für mich selber mitgenommen, wo ich denke, das hätte ich eigentlich schon früher mitnehmen müssen, aber mir ist das jetzt richtig heftig aufgefallen. Nämlich, dass man mehr den Leuten gönnen sollte und weniger meckern sollte. Das ist mir extrem dieses Jahr aufgefallen und das kann ich nur jedem mitgeben. Leute, sagt nicht irgendwie, der oder der hat irgendwas nicht verdient oder so, sondern gönnt denen das einfach. Das ist richtig, richtig viel wert und man ist viel glücklicher damit, wenn man sich mit Leuten freuen kann, als dass man halt über Leute meckert. Also das habe ich richtig, richtig heftig gemerkt. So, ich gönne im Moment echt wirklich jedem alles und ich bin freue mich einfach nur mit denen und das ist einfach viel, viel schöner. Früher war ich mal so, dass ich dann so gesagt habe, oh ja, der hat das und das ja nicht verdient oder sowas. Nicht so denken, nie so denken. Gönnt den Leuten das und die haben das auch verdient. Wenn man mehr drüber nachdenkt, denkt man sich auch so, ja, der macht das, der hat das schon verdient, was er da bekommen hat und ist alles richtig so. Also, das ist erstmal so das Erste, was ich so denke, das ist mir richtig klar geworden in dem Jahr. Und das Zweite, was mir klar geworden ist, ist, dass man die falschen Leute, wenn man die falschen Leute um sich hat, dass man die fallen lassen muss. So, das ist auch richtig, richtig wichtig, kann ich auch jedem nur mitgeben. Wenn ihr merkt, eine Person, die zieht euch irgendwie runter, macht euch nur schlechte Laune und trotzdem habt ihr die immer um euch. Das ist einfach nicht das Richtige. Lasst sie fallen, geht lieber ins neue Jahr mit Leuten, die euch weiterhelfen, die euch helfen wollen. Hier, da fängt schon an, Alter. Meine Stimme wird schon zitterig. Oh nein. Aber auf jeden Fall, Leute, die euch helfen wollen, die nett sind, die einfach jeden Tag da sind und immer da sind, wenn ihr die braucht. Und das ist so das Wichtigste. So, das ist ja. Wow, ich habe in Game gekackt. Das passt gerade so gut zu dem Moment. Auf jeden Fall, ja, falsche Leute zurücklassen, mit guten Leuten ins neue Jahr starten. Und dann kann das einfach nur gut werden. Ist einfach so. Dann möchte ich mich bei ein paar Leuten bedanken. Erstmal vorneweg bei der Community, weil ich sagen muss, ich habe echt wenig gebracht dieses Jahr. Und trotzdem sind so viele Leute noch regelmäßig da.
Und das freut mich richtig so. Also ich fange an zu streamen. Ich streame irgendwie gefühlt einmal im Monat. Und alle Leute sind da, die man erwartet. Und das ist einfach mega schön. Freue ich mich riesig drüber. Ich hoffe, dass das so bleiben wird. Da möchte ich mal ein paar Namen nennen, die mir. Aber ich habe hundertprozentig welche vergessen. Aber auf jeden Fall möchte ich mich mal bei ein paar Leuten speziell bedanken. Zum Beispiel bei Lilly, bei Maya, bei Aimscope, bei Killer Pete, bei Yaking, bei Sharky, bei Zimmerasche, bei Magic Butterfly, bei Cosmos, bei Lavi, bei Sophie, bei Lil Lucifer. Und da sind bestimmt noch viel mehr Leute bei denen ich mich bedanken müsste. Das sind auf jeden Fall welche, die gefühlt immer da sind und auch immer helfen, wo sie können und so. Das freut mich einfach riesig, Mann. Ohne Scheiß, ihr seid eine Riesenhilfe. Vielen, vielen Dank an euch auf jeden Fall. Dann möchte ich mich einmal, weil, also die Leute, die habe ich so im Jahr kennengelernt und ich bin da mega glücklich drüber. Das kam mehr so über die Pandi-Seite. Erstmal, vielen Dank, Pandi, Mann. Wir haben uns dieses Jahr kennengelernt. Wir haben schon über so viel Scheiße geredet, das ist einfach nicht normal. Dann habe ich dich und Dizzy so ein bisschen zusammengeführt, meine ich zumindest, als ich da meine Finger ein bisschen mit im Spiel hatte. Und ich freue mich da riesig drüber, dass ihr zueinander gefunden habt und glücklich zusammen seid, weil ihr es echt verdient. Und ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und du bist eine Top-Person einfach. Ist einfach so. Und durch dich habe ich dann auch mehr so die anderen Leute kennengelernt. Zum Beispiel Kirby. Kirby auch super toller Mensch. Hero, mit dem kann man auch so viel Spaß haben. Das ist einfach unnormal. Hero ist auch super, Mann. Pat kommt auch noch. Super hilfbereiter Mensch einfach. Der hilft, wo er kann. Auch richtig oft da. Richtig, richtig lieb. Dann Fresh, Alter, mit Fresh habe ich in letzter Zeit auch so viel gespielt, ist auch so ein lustiger Typ einfach. Ja, da hat man auch seinen Spaß mit. Und Domme, ja, wir haben auch in letzter Zeit die Nächte durchgemacht, darf ich gar nicht drüber reden. War auf jeden Fall auch mega gut. Und dann kommt noch der Ehrenmoderator, The Black Ghost, wo wir mal über eine kleine Rangerhöhung bei mir im Stream reden müssen, wenn das über Dizzy klar geht auf jeden Fall. Weil du bist auch immer da, immer hilfsbereit, Mann. Du schreibst da immer deine Sätze in den Chat, ich lach mich tot. Ja, eigentlich, du bist schon wie so ein Moderator bei mir im Chat und wir müssen da echt mal drüber quatschen. Du bist auch echt top, Mann. Ohne Scheiß. Einfach super Menschen. Bin ich sehr froh, drüber die kennengelernt zu haben, wirklich. So, und da muss ich mal einen kleinen Cut machen, weil da ging es bei mir schon los. Oh Mann, Alter, was bin ich für den Pussy ab und zu? Aber das ist halt wirklich so. Ich bin wirklich heftig dankbar, Mann. Ohne Scheiß. So, dann geht ein Dank raus, natürlich an die Chili Gang, natürlich an Ragnar erstmal. Ragnar und ich, wir flaumen uns so ein bisschen an, aber er weiß eigentlich, dass ich ihn lieb habe. Ragnar, du bist ein super Typ, du bist auch immer hilfsbereit, wo du kannst, ey. Vielen, vielen lieben Dank an dich. Dann an Kartoski. Kartoski ist, glaube ich, der größte Trollmensch, den ich kenne. Kartoski, wenn ihr Kartoski privat alle kennen würdet, das ist einfach so ein trolliger Typ, aber auch super lieb, super hilfsbereit, hat mir auch bei vielen Sachen geholfen. Vielen Dank, Kartowski, Mann. Chris, ja, Chris, der ist im Moment ja so ein bisschen auf der Vermisstenliste, muss ich sagen. Wir vermissen ihn echt alle. Der hat im Moment nicht so viel Zeit. Wir wissen, warum er nicht so viel Zeit hat. Trotzdem ist es echt schade. Ich hoffe, dass wir von dir wieder mehr sehen, lieber Chrissy. Dann, Jones. Jones, wir haben dich ja so Mitte des Jahres ein bisschen verloren. Oder wir haben uns aus den Augen verloren. Aber jetzt bist du wieder zurück und ich bin mega froh, dass du wieder da bist, Mann. Du, ohne Scheiß, oh, mit Jones. Da kannst du dich nur kaputt lachen. Wir haben ja auch zusammen diesen Neujahrsstream gemacht. Wenn ihr euch die mal reinzieht. Oh, wir hatten so viel Spaß zusammen, das ist einfach nicht normal. Jones ist einfach Elite. Jones ist einfach mit der Beste, Mann. Ohne Scheiß. Jones, ich liebe dich. Dann Detro. Detro, den zähle ich mal dazu, zu der Chili Gang. Nämlich, der ist auch. Ja, wir kennen uns schon so lange und. Keine Ahnung, wir labern im Prinzip. Nur schlecht voneinander. Immer, wir beleidigen uns immer gegenseitig, wir kacken uns nur an. Und trotzdem ist er einfach einer der Besten, weil, also das ist einfach so, wir verstehen uns so gut eigentlich und ja, er hilft einem auch bei jeglichem Kram. Er hat mit mir zusammen die neue Grafikkarte eingebaut in meinen PC. Wir mussten die Grafikkarte erstmal auseinander sägen mit einem Küchenmesser, weil er nichts anderes zu Hause hatte. Und das war einfach so lustig. Das hätte man halt nicht aufnehmen müssen und hochladen müssen, weil das war einfach. Ah, das war eine Clowns-Fiesta da. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Auf jeden Fall, Detro ist auch großartiger Mensch, Mann. So, und jetzt wollen wir noch zu den finalen Menschen. Da mache ich nochmal ein Päuschen. So, Leute, und damit kommen wir jetzt zu den finalen Leuten. Habe ich mich ein bisschen beruhigt, Alter. So, auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank geht raus an Dizzy und Hauke. Hauke, erstmal mein bester Freund seit
Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Ist einfach der tollste Mensch überhaupt. Kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Und wir sind auch immer zusammengeblieben so. Und das ist einfach, keine Ahnung, Mann. Hauke weiß, was ich von ihm halte. Ist einfach so ein toller Mensch, Mann. Ohne Scheiß. Und Hauke ist auch so ein Mensch, der eigentlich mit diesem ganzen Internetkram und Streamkram und so überhaupt nichts am Hut hat, aber sich da immer mehr mit angefreundet hat und mittlerweile auch richtig integriert ist bei uns einfach. Und das finde ich mega toll, dass er sich halt so da eingefunden hat bei uns und mittlerweile alle mega gut mit ihm klarkommen. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Und dann geht's weiter beim lieben Dizzy. Dizzy, du hast ja eigentlich schon alles in deinem Video gesagt. Wir sind Pech und Schwefel, Mann. Wir beide, wir halten immer zusammen, egal was kommt. Und ich hoffe, das bleibt auch im neuen Jahr alles so. Aber ich glaube schon. Ich habe da eigentlich keine Bedenken. Bei uns haut's eigentlich hin. Wir sind immer einer Meinung irgendwie und denken uns halt meistens schon unseren Teil zu irgendwelchen Sachen. Wenn irgendjemand irgendwas Doofes in der Nähe ablässt, dann denken wir uns beide im selben Moment so denselben Scheiß. Und das ist einfach so heftig bei uns. Also wirklich, Mann, Dizzy, du bist mit der Beste überhaupt, Mann. Ohne Scheiß. Bin sehr, sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Wirklich. So, Leute. Und ich glaube, ich habe jetzt so die meisten mit eingebunden, die es auf jeden Fall verdient haben. Ich habe ein bisschen viel Cuts machen müssen, weil ich ein bisschen viel emotionaler Matschi bin. Aber auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen. Könnt mir auch gerne schreiben, wie euer Jahr so war. Und ich hoffe, ihr bleibt alle mit mir im nächsten Jahr dabei. Ich hoffe, wir machen viele, viele coole Sachen. Und auf jeden Fall, dass ich wieder mehr Zeit finde für YouTube, weil das wäre echt mega nice. Also ich habe da mega Bock drauf und ihr wisst das eigentlich auch. So Leute, lasst uns das Jahr 2019 zusammen rocken. Und ja, danke, dass ihr bis hier überhaupt zugehört habt. Vielen Dank, Mann.